Da sind wir wieder. Jawohl. Und hier ist direkt irgendwo einer. Ziel Nummer 2 da. Was passiert denn jetzt eigentlich? Dürfen wir die jetzt... Nein, ich glaube, wir dürfen nicht gesehen werden. Na, aber gut, wenn natürlich geräuschlos oder unbemerkt umbringst, geht das, glaube ich, noch. Wow! Vorsicht. Ich glaube, wir könnten hier... Ah, die haben eine Leiche gefunden, dann ist auch verloren. Okay. Toll, Marc, hast gut gemacht. Alter, ey, was kann der eigentlich? Ach, wahrscheinlich ey. Drohnen wir das Ding am besten erstmal ab und decken so die Gegner auf, ne? Ja, ja. Genau. Und dann können wir so wie die laufen da reingehen. Ja, richtig. Wenn man ja vielleicht einzelne umnieten kann, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, richtig. Du musst halt so umnieten, dass die halt nicht mehr Hund patrouillieren, ne, die anderen. Ja, jetzt hätte er jetzt gerade direkt einen getötet, wo der andere davor stand. Ne? Das ist also nicht besonders unauffällig gewesen. Ja. Boah, kann man sich nicht mehr angewöhnen, ob man einfach direkt neben dem Ding spawnt, ey. Das ist ja schlimm. Ist das schon wieder so weit weg? Nee. Aber wir sind jetzt in der gleichen Position wie gerade. So. Ich dir noch nicht. Besorg uns schon mal ein Auto. Ja. Prozent. So, fertig. Hey, Marc, willst du was Schönes sehen? Komm mal her zu mir. Komm her. Was denn? Duck dich. Siehst du den Typen, der da hockt? Ja. Jetzt pass mal auf. Alter. Was? Guck mal, da hockt schon wieder einer, der hat mich jetzt aber gerettet, weil ich das Auto davor geschoben habe. Richtig. Warte mal, ich mach dir mal eben den Weg hier wieder frei. So, guck mal, jetzt kannst du da durchfahren, ja? Sind die rücksichtslos hier? Oh. Ja. Entschuldigung, ich wollte einen Parkplatz nehmen, aber den finde ich jetzt nicht so schön. Oh Mann, ey. Wir sind jetzt da. Ja, wir können aussteigen. Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Oh, herrlich, ey. Wo sich der Assistent rumtreibt. Ich möchte nicht mehr hören. Gut, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Bleibt außer Sicht. Setzt die Wanzen und weg. Werft nicht mal einen Schatten. Da ist ein zweiter Tango. Sehe einen dritten. Okay, ich glaube, wir gehen hier vorne auf unserer Seite rein, auf den Balkon hier. Weil nämlich, wenn ich es richtig sehe, sind nämlich hinten weniger Gegner als vorne. Oh, andere Gegner kommen. Ach, halt doch die Schnauze. Könnt euch nicht gebrauchen. Verdammte Scheiße. Ach, bin da. Jetzt haben die uns entdeckt, ne, so ein Scheiß. Ja, toll, ey, wegen den anderen Affen. Guck mal, welche random Bobs schießen auf uns und wir sind die Doofen, weißt du? Oh Mann, ey. Hätte ich mal eine Mine dahin gelegt, dann wären die weg. Also, ich weiß ja nicht, dass die kommen. Also, ich habe jetzt gesehen, wenn wir über den Balkon gehen, wo wir jetzt eigentlich schon waren, fast. Ja. Da waren nur zwei. Ja, auf jeder. Vielleicht einfacher. Ja, da kommen wir nämlich rein, können durch die Gebäude gehen, weil ich glaube, wenn wir vorne reingehen, haben wir verloren. Da sind zu viele, da laufen zu viele rum, aber hinten ist so gut wie nichts. Ja, macht Sinn. Ah,
Nee, ist das schön. Komm, beim Ladescreen willst du zwischendurch mal was trinken. Ach, Gott sei Dank, ein Strand, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, 96% dauert noch ein paar Moment. Das ist ja der Caritas-Assistent. Ich glaube, die haben sich verschrieben. Die meinten Caritas. Die Caritas, die macht hier in Bolivien irgendwelche kranken Geschäfte. Ja, wer weiß, wer weiß. Was? Hä? Wieso wurde der überfahren? Was ist stand da? Da hört er so Peng. Nimm mal den Van, da können wir uns hinter verstecken. Ich fahre. Ja. Kannst du dann genau an die Ecke stellen vom Zaun da, weißt du? Ja, und dann können wir uns dahinter hocken. Bowman, wir sind jetzt da. Hat ah, zu weit. Vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Der arme Busch. Sie haben doch das ist nicht hinterm Zaun. Naja, auf irgendeine Art und Weise ja schon, ne? Ich aber, aber hier unten ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ja. Zu Drohnen passt es ja. Das sind natürlich die Gegner weg, die ich vorhin gesehen habe. Ach, das ist ein anderer. Markiere einen Hauptmann. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Und das macht drei. Der kommt hier gar nicht hoch. Okay, also auf diesem großen Balkon hier ist echt nur einer. Den können wir aus dem Weg räumen. Wenn der weg ist, ist er weg. Dann ist gut. Und hier kommen wir auch relativ ohne Probleme drauf, denke ich. Guck mal, der ist doch gerade abgelenkt hier. Ich rück mal nach. Ja. Geht der weg? Das ist natürlich nicht so geil. Ich wollte eigentlich loswerden. Puh. Scheiße. Geh doch weg. Geh doch weg. Den hinten am Balkon habe ich getötet. Den sind wir los. Das ist schön. Da kommt man dann noch drauf. Aber ist jetzt die Frage, ist der hier immer noch da? Ja, direkt hier hinter ist noch einer. So, hier hinter den Büschen bleiben, dann geht das ganz gut, denke ich. So. Wir gucken ja nicht in unsere Richtung hier. Ne. Eine Wanze haben wir. Das ist schon mal gut. Aber wir patrouillieren noch welche. Ja, ja, warte mal, ich drohne mal eben. Setze Drohne ein. Da ist einer. Mhm. Der guckt aber nicht in unsere Richtung. Hier platzieren wir noch eine Drohne. Irgendwo ist noch einer. Da, alle aufgedeckt. Sehr schön. Jetzt wissen wir, wo sie sind und können denen ganz gut aus dem Weg gehen. Oh. Ich bin in der Bar hier. Sehr schön. Ich bringe die nächste Wanze an. Sehr schön. Ich gehe zur letzten. Ja, super. Wanzen platziert. Sie sollten genug okay. Bäumen sammeln, um Karsita. Und jetzt müssen wir wieder rausgehen. Den Fertigkeitspunkt holen wir uns dann gleich. Richtig, erstmal die Mission fertig machen. Geh. Da gehen wir hier hinten über den Balkon raus, würde ich sagen. Wieder. Richtig. Vorsicht, hinter uns ist einer irgendwo. Einfach erstmal weg. Hui! Hui! Yeah! Ich bin raus. Alter, ich komme! Unterwegs! Jawohl! Peters Assistent ist so beliebt wie eine Cheerleader.
versteckt. Schick ihn jetzt deine Position. Danke. Wie eine Cheerleaderin, die Pille nimmt, ey. Was ein Spruch. Alles klar. Nur mit Ende. Oh Gott, ey. Hab noch einen, macht fünf. Ja. Die haben Sprüche hier drauf. Das ist so geil, das ist so geil, ey. Aber eine Cheerleaderin, die die Pille nimmt, ich kann mir vorstellen, dass die sehr beliebt ist. Ja, jetzt können wir uns da den Dings holen gehen, ne? Richtig. Jetzt können wir sie alle wegfetzen. Ja. Wir haben es ja einmal verlassen hier. So, warum nicht gleich so? Ah. Hat uns doch keiner gesehen hier. Nö. Sehr gut. So gut, ey. Vergib jetzt erstmal die Punkte hier. Ja, eine gute Idee. Ja. 14 Stück. Oh, dann nehme ich erstmal eine Splittergranate dazu. Ich muss gerade erstmal gucken. Fahrzeugzerstörung plus nehme ich auf jeden Fall mal dazu. Ja. Weil das wird später noch wichtig. Drohne. Wärmebild nehme ich auch mal dazu. Körper. Der Cooldown, den finde ich nicht so wichtig. Den braucht man nicht skillen, das ist okay. Cooldown für was meinst du? Für die Drohne. So, ja. Zuladung für die Drohne, die Geräusche absondert, um naheliegende Gegner anzulocken. Mit der Drohne Leute anlocken, ist auch nicht schlecht. Ja. Nehme ich mal dazu. Achso, warte mal, es sind verschiedene Drohnen dann. Der Ablenkungsköder, ne, hatten wir gesagt. So, wo war das denn nochmal? Objekte. Ja, genau, richtig. Hm. Ich habe hier die Mine genommen, genau. So. Dann nehme ich auch nochmal die Drohnenreichweite. Moment. Schusswiderstand bräuchte ich noch andere. Eine Splittergranate kann ich mal dazu nehmen. Ja, weißt du, das reicht ja. Ja. Ich hab noch ein paar Fertigkeitspunkte übrig, ich muss jetzt die alle sinnlos verbraten. Ne, ja, richtig. So, ich komme. Mal ein cooles Auto hier. Jawoll. So, warte mal, wo fährt denn sie jetzt hier hin eigentlich? Voll der Umweg. Wir können erstmal hier drüben die Sachen noch mitnehmen, die im Süden hier sind. Ja, richtig. Lass das machen. Alter, ist er schnell! Sorry! Der Flug geht auf mich! Hier ist es schon. Jo. Ja, schön geparkt, auf dem Felsen. Ja, ne? Ich weiß ganz gut. Da unten ist es. Aber ist ja gut, dann haben wir einen Highground. Ja. Mit ganz vielen Büschen im Gesicht. Ne, was man eben so mag, hör mal. Hilfe. Ich glaube, da ist bei dir sogar besser. Noch tiefer? Wo soll denn das sein? Das ist ja schon irgendwo unter uns. Ist hier eine Base oder sowas? Warte mal eben. Ja, hier muss irgendwas noch sein. Das ist bestimmt unterirdisch. Wahrscheinlich. Warte mal, hießen. Ist doch nicht. Hä? Aber wo? Ja,
Nett. Hat jemand Lust, da durchzugehen? Weißt du, wie lange alleine die Socken brauchen, um zu trocknen? Sieht doch erfrischend aus. Ich habe keine Lust auf nasse Socken, klar. Na los, in Bewegung bleiben. Ja, schön. Ich wollte dann nicht schwimmen gehen. Gut, Gegner sehe ich keine. Ja, ich schwimme schon mal ein bisschen vor hier. Ich bin hinter dir. Das sieht aber richtig nett aus hier. Ja, irgendwie schon. Also hier müssen auf jeden Fall viele Gegner sein, wenn ich mir dieses diesen leichten Lichtschimmer auf der Karte angucke. Ja. Noch Warte, was sind da zwei? Da hinten, ja. Ne, weil das sieht aus, als würde er sich unterhalten. Der redet da mit einem angeblich, aber da ist keiner. Oh, der eine ist kaputt. Da hinten sind zwei. Oh. Haben. Sehr gut. Einfach ungefähr auf Kopfhörer geschossen, ich hab gar nichts gesehen. Ja. Kann man die Lampen hier kaputt machen? Warte mal eben. Drittes Ziel da. Alter, hinlegen, aufstehen wie bei Rainbow, ey. So. Ja, richtig. Sehe einen dritten. Oh Mann, das sind schon viele, aber das kriegen wir hin. Welchen nimmst du? In Mitte. Ich links. Okay, dann mal los. Mach mal den Kopf ruhig, ey. Ein Drecksack weniger. Haben wir sie. Irgendwo muss da noch einer sein. Da hinter. Haben. Da ist noch einer. Ja, hier. Ah, hier auf der anderen Seite, ja. Ich hab auf. Granate kommt. Come mierda, culeros. Schön rausgetrieben. Ja. Ah. War ja ein Bilderbuchangriff. Richtig. So. Das war wirklich gut. Ih, was ist denn hier los? Hauptsache, weißt du, machen die voll auf mystisch. Aber Hauptsache, ihr dudelt ein Radio. Ja, das hat was. Ja, ist schon ein kranker Scheiß eigentlich, was hier abgeht. Ja. Bonusorden erhalten. Boah, geil. Okay, ganz toll. Jetzt haben wir hier unten ein Boot gefunden, aber der Waffenpunkt ist woanders. Das hat hier unten nichts mit zu tun. Wir können aber das Boot nehmen und können mit rausfahren. Ja, das würde ich sagen, machen wir auch. Festhalten, Leute. Ganz toll, wer hat das hier gebaut, ey? Freiheit! So, wir müssen aber links rum. Stimmt, aber da vorne ist auch was. Ja, wir könnten links und dann weiter runter. Ja, richtig, aber wir sind auf die Insel da mal und fertig als Punkt direkt hier vorne. Ja, ich sag ja, links und dann weiter runter. Und dann zum Ziel. So, ja, richtig, aber da müssen wir vorher nochmal zurück die Pistolen links holen, das wäre noch ganz wichtig. Ja. Der ist da oben. Ich will das Boot ja möglichst unbeschädigt hier lassen. Ja, machen wir. Schön. Sehr unbeschädigt. Ja, das Boot ist unbeschädigt, wir können es nicht mehr benutzen. Hab ich mir gut überlegt. Wir müssen es da reinschieben. Geht das? Bestimmt. Oder? Bitte? Ne? Okay, dann nicht. Naja, vielleicht können wir ja mit ein bisschen Druck nachhelfen. Ja, das geht sicherlich. Nicht? Der steckt einfach im Boden fest.
Die Schraube hat sich festgefressen. Ich komme in diesem Leben auch noch mal irgendwo hier hoch. Hallo. Ich habe so eine Vermutung, dass was da gerade explodiert sein könnte. Ja, ach. Aber ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, das wäre jetzt das Boot gewesen. Bist du da irgendwo hochgekommen? Ja, ja, du kannst hier die Dinger hochklettern. Ah, da geht's weiter hoch. Und da geht's dann... Ja, geht ein bisschen umständlich, aber man kommt hier schon irgendwie rum. Ja. Ah, hier ist eine Straße. Und auch ein kleiner Stützpunkt. Mit einem kleinen Gegner. Der sagt kein Wort mehr. Ne. Machen wir das Ding erstmal clean, würde ich sagen. Ja. Oh. Geil, so gezielte Einschussdinger sind auch immer ganz gut, ey. Ich gewöhne mich auch immer mehr an die Steuerung. Ja, ja. Ja. Tango getroffen. Da ist doch noch einer irgendwo. Ja. Ich sehe ihn aber nicht. Ach da, doch, der schläft da. Jetzt kann er weiter schlafen. Ja, ist ja netter mal. Da brauchen wir ein bisschen mehr aufstehen. Können hier die beiden Dinger mal holen hier? Wir haben ja noch Boote hier. Ah, super, dann können wir damit gleich rüberfahren. Mal gucken, ob die eine Granate abkönnen. Nein, war nur Spaß. Nein. So. Kurz ist er weg. Granate fliegt. Hm, geht auch nicht. Okay. Ja. Was erwarten Sie da oben jetzt eigentlich, eine Stadt oder eine Festung? Was ist denn das da? Ich hab keine Ahnung. Ich muss erstmal nachladen. Das sieht mir nicht nur eine Stadt aus. Drohne fliegt. Na, es ist schon irgendwo eine Stadt, aber eine ganz kleine. Boah, ich sehe den Typen einfach nicht. Wer, ja. Der im Turm ist? Ja. Wo ist denn der? Ach, das ist ein Auto. Schütze im Turm. Komm, fahr weiter, Auto. Sehr gut. Hm? Ah, Scharfschütze. Ah, den Scharfschützen habe ich, der im Turm war. Alter, mit einem MP5. Ja, den habe ich auch. Der Tango ist hin. Mit einem MP5 und einem normalen Visier, das ist so krank, ey. Ja, auf Einzelschuss ist das schon okay. Ja, weil Kopfschuss hat ein Kopfschuss, ist egal mit welcher Waffe, ne? Richtig. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. So, hier unsere Jungs befreit. Ja, schön. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Da! Jawohl. Irgendwas hat er vom Ballas erzählt. Finko Ballas oder so. Er soll mir am Arsch lecken. Keine Ballast. Scharfschützengewehrlauf. Oh, das ist was für dich. Ja, mal gucken. Oh, hier sind noch ganz viele Kisten. Ich werde mal ein bisschen sammeln gehen. Ja. Machen wir erstmal das hier. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Wow, Entschuldigung, wenn es jetzt gerade in meinem Mikro rauscht. Weil hier gerade voll der heftige Windzug durchgegangen ist. Das hört sich wahrscheinlich gerade so an, als wenn wo ist wie am Strand. Ja, ja, richtig. Ich habe nämlich ein Fenster ein bisschen auf, damit ich nicht hier verrecke. Weil es mich auf einmal so abartig warm geworden ist heute. Richtig.
Ja, geil, Level 9. So, dann einmal ins Inventar. Finde den Caritas-Assistenten. Okay. Ich nenne jetzt nur noch Caritas, ohne Scheiß. Weil, was ist das für eine Logik? Wenn ich mir jetzt den Questverlauf angucke, der würde mich nach Norden schicken. An einem anderen Quest vorbei. Und dann erst ganz auf die andere Seite. Was ist das denn für Quatsch? Ganz ehrlich, der kurze Lauf, der ist sogar noch schlechter. Ich lasse den normalen drauf. Wofür soll der sein? Dass es noch mehr streut, oder was? Ja, der Schaden nimmt ein bisschen ab. Und die Reichweite, dafür die Handhabbarkeit nimmt ein bisschen zu. Okay. Aber ich komme auch so mit der klar. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt auch ein bisschen drauf trainiert. Eben. Dann gehen wir runter zu den Booten, oder? Jawohl. Oh, ein bisschen tief. Wir können auch übrigens die Folge beenden. Ja, aber nicht ohne, dass ich nochmal down bin. Nein, ich hole dich wieder, warte. Lustig, wir sind jetzt auch down gewesen, das ist so plötsch. Man kann das auch manchmal ganz schwer abschätzen. Manchmal fallen die einfach und das ist kein Problem. Du musst noch teabaggen, bevor du mich wieder belebst. Genau, richtig. Richtig, so ist richtig. So kenne ich das, so bin ich das gewöhnt vom Multiplayer-Spielen. Ja, richtig! Ja, genau. So, jetzt aber. Ja. Tittengrabschale. Wo warst du so lange? Noch vielen Dank. Hat die gerade gesagt, wo warst du so lange? Weiß ich nicht. Bei mir hat die gesagt, ach, vielen Dank. Echt, bei mir hat die gesagt, wo warst du so lange? Was ist denn hier los? Du fliegst, du schwebst. Das sieht sehr, Ich rutsche die ganze Zeit vom Auto weg, so, wow. Soll ich das auch schon mal wegfahren? Warte mal. Das wäre echt lieb, weil ich hänge jetzt echt fest. Danke! Ja, dann lass uns die Folge hier beenden. Schön ein bisschen Kaffeekuchen genau. Hier an der Stelle. Sieht doch wunderschön aus. Oh, alles aus der Stadt her. Alles habe ich romantisch hier hergerichtet. So viel ist dir das also wert. So eine billige Scheiße, fress ihn nicht! Alles klar. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Genau. Tschüss.